zu Gast. Und wir sind bei der Firma Gogun, weil wir wollen euch die verrücktesten Luftdruckwaffen der IWA zeigen, kurz bevor sie geschrottet werden. Weil wir haben die halt abgeholt von der IWA, von unserem Partner. Und wir werden die meisten davon der Zerstörung preisgeben. Vorher wollen wir aber gerne noch versuchen herauszufinden, was ihr drüber denkt. Genau so ist es. Gehen wir mal rein. Genau. Also sie sind gut gesichert. Kommt nicht auf die Idee, hier einbrechen zu wollen. Da braucht ihr mehr als nur eine Flex. So. Na dann. Also dann haben wir erstmal hier diesen Bärentöter. Das Modell Challenger. Also man sieht schon, das ist was Genaues. Man kann hier noch den Druck regulieren anscheinend. Das ist jetzt ein 22er Kaliber. 22er. Genau. Ja, PCP, mörderschwer. Hier kann man dann das Magazin einsetzen, nehme ich an. Abzugmarke und Stickerei, ne? Also ist natürlich also so ein Klopper. Das Gewicht, ne? Also, hier haben wir noch so einen Klopper. Genau, das geht so ein bisschen in die gleiche Liga. Los, jetzt machen wir den Verschluss auf. Nicht, dass ich, nicht, dass sich da jemand wehtut. Ich wollte euch nämlich mal ganz kurz zeigen, was das Ding für einen Durchmesser hat. Das ist also ein Kaliber, das kann sich sehen lassen. Das hat also hier so ein Musketenkaliber, ne? So ein 3/4-zölliges oder so. Ne? Klar, dann hat das natürlich richtig Druck. Und man sieht eben auch, was da für eine Spannung hinter ist. Ne? Wenn man damit abschießt, oh, das ist meine Schlagfeder. Ne? Aber es ist natürlich auch ein unglaublich schwerer Klotz. Also das ist, glaube ich, was für die Bärenjagd. Ne? Mindestens. Wobei man sagen muss, die Läufe sind hier alle Dummy-Läufe. Damit die Waffen nicht scharf sind, denn wir hätten ansonsten natürlich überall alle möglichen rechtlichen Probleme. Da bräuchte man natürlich eine WBK für. Jetzt haben wir hier eine Waffenhandelserlaubnis, also es wäre noch nicht so schlimm. Aber weil die auf der Messe gezeigt worden sind, sind das jetzt alles Waffen mit Dummy-Läufen. Die würden also nicht wirklich schießen. So, was haben wir denn als nächstes? Was haben wir noch? Ah, jetzt kommen wir schon an die feinere Sache. Ne? Was war das? Pfeilgewehr, ne? Ja. Mit. Kipper. Das sind also die gleichen Pfeile, die wir für die Monster, die Serie der Geistungswehen, nehmen. Also Pfeile mit richtig dicken Durchmesser, auch mit wechselbarer Spitze, da gibt es dann auch Broadheads für. Die kleinen, dezenten Druckpatronen. Ein bisschen so eine Art ja, LEP-Patrone auf Steroiden. Ne, da rein damit. Zack. Und ich glaube, hierbei das Schöne bei dieser Waffe ist, dass sie so flexibel ist. Ne? Denn man kann hier im Prinzip auch einen kürzeren Lauf einsetzen und auch einen kürzeren Hinterschaft. Ne? Da kann man also sozusagen auch eine Pistole rausmachen. Hätten wir hier noch die liegen, oder? Ich glaube, die gibt es auch schon. Warum war sie? Wo ist die denn? Nee, das ist nicht. Wo haben wir die denn? Wo ist denn das Pistölchen? Na, hier oben liegt sie. Ne? Das ist jetzt natürlich noch eine Variante mit einem dicken Musketenlauf. Ne? Ansonsten ist die aber für die gleiche Cartridge ausgelegt. Und das ist jetzt halt sozusagen das Pistolenmodell. Das heißt, man könnte das aber tatsächlich so machen, dass das alles wechselbar ist. Ne? Also, dass der Hinterschaft auswechselbar ist und auch, dass man einen kurzen Pfeillauf und einen langen Pfeillauf hat. Das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Konzept. Das ist ein interessantes Teil. Und natürlich irgendwie auch so ein Spaßfaktor, ne? Mit dem Bang. So ein bisschen wie so eine Patriot-Pistole ist das. Ne? So. Was haben wir als nächstes? Ja. Sieht nach einem ordentlichen Bullpup aus. Ne? Genau. Ja, ist ein 22 Kaliber, richtig schwer. Ja, muss man natürlich, also hier kann man dann wieder das Magazin einsetzen. Hat diese üblichen Trommelmagazine, nehme ich an. Ne? Boah, richtig schwerer Schlag mit Schalldämpfer natürlich. Also ich finde es potthässlich. Eine Schönheit ist es nicht, ne? Nee. Wollen wir mal gucken, ob wir noch was Schöneres finden. Ja, genau. Was haben wir denn noch? Was ist denn mit dem Ding jetzt hier? Ah, okay. Das hat so ein bisschen so eine Dreamline, ne? AR-15 Optik. Auch hinten mit einem Schiebeschaft. Ne? Kann man da so einstellen. Und das ist Semi-Auto. Guck mal, das ist Semi-Auto. Das heißt also, wenn ich das also jetzt spanne, das heißt also, ich kann dann, wenn da Druck drauf wäre und ein scharfer Lauf drin wäre, könnte ich kein Semi-Auto damit schießen. Gar nicht mal so uninteressant, ne? Wenn da ein schönerer Pistolengriff dran wäre. Für Semi-Auto. Nicht schlecht. Ja. So, dann haben wir hier mal eine Pistole nochmal. Ah, okay, das ist auch das gleiche Ding als Semi-Auto. Genau. Das ist fast identisch ansonsten vom System her wie die. Ne? Kann ich noch mal zeigen dazu. Das ist schon eigentlich dasselbe System. Ne? Okay. Und das ist auch Semi-Auto. Hier kann man übrigens auch den Hinterschaft anschließen. Das ist vorbereitet. Das heißt, ich könnte das auch so eine Art Kurzkarabiner machen.
Und da hast du natürlich einen super leichtgängigen Abzug. Und wenn er dann noch Semi-Auto wäre, also gibt es eigentlich andere Semi-Auto-PCP-Pistolen am Markt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Ne? Also so eine 7,5 Joule Variante könnten wir uns, glaube ich, davon vorstellen. Ne? Schon ein schönes, oder? Schönes Gerät. Vor allem der Abzug ist wirklich toll auch, ne? Schön. Also das finde ich, das hat Promise. Hier haben wir noch was ganz Interessantes. Carbonoptik, super leicht. Boah, die ist aber wirklich federleicht. Das hat die 300 Gramm, 400 Gramm so. 300, 400, ja. Boah, natürlich Klappschaft, aber auch richtig gut gemacht. Vernünftig verarbeitet, ne? Und Magazin, ne? Also ist jetzt 22er Kaliber. Und die Schlagfeder ist natürlich jetzt auf Exportniveau, ne? Das heißt, ist ein bisschen strammer. Die 7,5 Joule Variante würde bestimmt etwas leichter zu spannen gehen. Super feiner Abzug. Also das hat was. Ich könnte mir vorstellen, wenn das preiswert genug wäre, als 7,5 Joule Variante. Also, das hat das Gerät, ne? Ist natürlich PCP, wie man es einfacher nicht machen kann. Ne? Also so, je länger ich da drauf gucke, umso besser gefällt mir das Ding. Vor allem das Gewicht, ne? Ja, das ist fühlt sich aber auch alles gut an. Nicht schlecht. Hat echt Promise. Was haben wir denn hier noch? Ja. Ach, guck mal hier. Ah, okay, genau. Das. Make my day. Eine dezente Pistole zum Führen. Also das ist jetzt, also okay. Bang. Und wie wird da jetzt, wenn man das zur Seite klappt, dann kann man den Diabolo hier jetzt reinstecken. Ist ein Einzellade. Also ich glaube, das billiger kann man jetzt eine PCP-Pistole wirklich nicht mehr bauen. Nee. Aber ich finde das Ding sowas von unsäglich hässlich. Ich glaube, das verdient den Preis. Das ist die hässlichste Luftdruckwaffe der Welt. Das ist definitiv ein heißer Anwärter für den Preis. Ja, das stimmt. So, was haben wir noch Schönes? Oh, das ist auch nochmal interessant hier. Ah, okay. Boah, das ist aber auch ein Prügel, ne? Donnerwetter. Also hier steckt jetzt auch eins von diesen Magazinen schon drin. Ne? Ja. Gut, dann haben wir... Ist auch Semi-Auto, ne? Semi-Auto. Hier ist ja die Sicherung. Also okay, das heißt, also, wenn ich das jetzt hier spanne, dann hier kann ich sichern, genau. Und dann gebrochen. Ja, klar, dann kann ich jetzt hier sehen, die Autos könnte ich also. Genau. Und das ist jetzt eine 9mm Kaliber, ne? Donnerwetter. Also ich will nicht wissen, was man damit an Unfug anrichten kann, wenn das jetzt scharf wäre. Ne? Also Terminator heißt das. Naja, ist nicht umsonst so wahrscheinlich. Ne? Also ich sehe es aber als 7,5 Joule Variante nicht. Weil das liegt ja mit 9mm und der 9mm Diabolo mit 7,5 Joule, den kannst du mit deiner Baseballmütze auffangen. Jetzt mal kommen wir jetzt mal zum Monster. Zum Finale. Genau. So. Hier schon mal die Munition. Ihr seht schon an der Munition, jetzt wird's ernst. Ah, da ist sie ja. Die Monster. Hier jetzt eine Variante, die anders als das Modell, was ich vorher mal getestet habe, tatsächlich auch fertig ist. Das heißt also, mich hoffentlich nicht da trifft. Kipplauf, ja, wenn man die abkippt, da kommt man hier an diese Cartridges, die natürlich nochmal extra fett sind. Also da ist jetzt an Leistung ist das Ding nicht zu überbieten. Man spannt das einfach, indem ich jetzt einmal hier das zurückziehe und dann kann ich beide Läufe abschießen hintereinander. Mhm. Das ist richtig cool. Der vordere Lauf also ist zum Abkippen und der hintere schießt die Sachen. Ein bisschen ungewöhnlich für so ein Ding, dass hinten so ein Schiebeschaft alle AR-15 drauf ist. Und vorne, da fehlen jetzt wohl die O-Ringe auf den Läufen. Ne? Aber kann man natürlich jetzt die Pfeile drauf machen. Ne? Monster Optik, Monster Power. Ja, also die wollen wir auf jeden Fall machen. Ne? Die kommt. Die werden wir hoffentlich dieses Jahr noch bringen. Und da glaube ich ganz bestimmt dran, dass wir die gut verkaufen werden. Da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel. Das denke ich auch. Richtig scharfes Ding. Ja, das waren also jetzt die verrücktesten Luftdruckwaffen der E-Wagen. Was machen wir jetzt damit? Also die meisten davon werden wir zerstören. Einfach deswegen, weil sich das nicht lohnt, die nach China zurückzuschicken. Und die Pfeilvarianten werden wir erstmal hier behalten. Genau. Und ich glaube, bei einigen von den Modellen, die jetzt interessant waren, werden wir den Hersteller mal fragen, wie lange das denn dauern würde, bis er uns da eine 7,5 Joule Variante rausmacht. Hm? So ein paar interessante Sachen sind dabei, doch. Also auf jeden Fall muss man sagen, die Firma Kreativität. Ne? Die bauen nicht nach, was andere vormachen. Sondern die geben sich echt Mühe, selber was Eigenständiges auf die Beine zu stellen. Genau. Ja, okay. Ja, dann war's das schon. Ne? Thanks. Bye bye. Bye.